Beim ersten Influencer-Ninja-Tournament duellieren sich 12 YouTuber, Streamer und TikToker in einem XXL-Parcours. In heftigen 1v1-Duellen stellt sich heraus, wer der krasseste Athlet ist. Die Regeln sind absolut einfach. Renn durch den Parcours und drück als erstes den Buzzer. Doch machst du einen Fehler, bist du raus. Oh. Wer hat die richtige Technik bei der Himmelsleiter? Wer findet die richtige Balance? Wer ist am Ende der Schnellste bei der Wall? Und wer muss sich im Parcours geschlagen geben und wird rausgejetet? All das seht ihr in den nächsten Wochen hier bei TJ's Ninja Tournament. Willkommen zum ersten Frauenduell des Ninja Tournaments. Ich glaube tatsächlich, dieses Thema Frauen, Männer macht hier gar nicht so viel aus. Ne? Es hat eher was mit Geschicklichkeit zu tun und ob man wirklich diese Muskelspannung hat. Hast du beide schon mal gesehen, wie sie das, wie sie das ausüben? Habe ich. Ich habe jedem angeboten, dass er einen Tag vorher schon kommen kann, testen kann. Ja. Nadine kam einmal souverän durch. Oh, stark, stark. Und Miss Georgia kam da auch souverän einmal durch. Dementsprechend, ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall ein Finish an der Wall, dass beide bis zur Wall kommen. Ja, wir werden es herausfinden. Eine Stelle haben wir, kann man auf jeden Fall schon identifizieren, und zwar das ist dieses Netz. Ja, ja, die Person, die als erstes draufkommt, ist schon besser mit dabei. Auf jeden Fall. Ansonsten wird es ein sehr, sehr spannendes Duell von den beiden. Und jetzt seht ihr, wie sie sich selber eingeschätzt haben. Yo, ich bin die Georgia. Ich bin 24 Jahre alt, hab übel die Hosen voll, aber ich hab Bock. Ich guck mal, solange ich mich nicht auf die Fresse lege oder mir ein Nippelpiercing rausreiß, bin ich glücklich. Ich bin Nadine, ich bin 24 Jahre alt, mach auch TikTok. Ich habe mich seit 3 Jahren nicht mehr sportlich aktiv betätigt. Ich hab Angst. Weißt du, wenn ich jetzt so eine große Fresse habe, dann falle ich vor dem Startsignal so um. Schauen wir mal, was wird. Es wird. Der heutige Videopartner, der uns dieses Event hier mit ermöglicht, ist wieder Holzkern. Ich habe euch in der letzten Integration schon die sehr, sehr sexy Uhren von Holzkern gezeigt. Ich trage die halt wirklich auch gerne. So vor allem diese blaue hier hat es mir echt angetan. Aber Holzkern hat noch mehr Sachen als sexy Uhren in ihrem Repertoire. Unter anderem findet man auf ihrer Seite nice Ringe, Armbänder, Halsketten bis hin zu Taschen sogar. Ja, Taschen in Holzoptik. Wenn ihr jetzt aber mal ein bisschen specialiger haben wollt, mit einer Holzoptiktasche zum Beispiel, dann checkt auf jeden Fall die Seite von Holzkern ab. Wie immer, erster Link in der Videobeschreibung und mit dem Code NINJA15 spart ihr, wie immer, 15%. Deswegen, falls ihr Bock habt, euch bezahlbare Designersachen zu gönnen, checkt Holzkern ab und jetzt geht's wieder weiter mit dem Video. So, da macht man fetten Applaus für Nadine und Georgia! Beide scheinen fit zu sein. Ja. Und bei Georgia will Barfuß machen. Ich glaube tatsächlich, dass es keine schlechte Idee ist. Du hast natürlich einen anderen Grip, oder? Was sagst du? Ich meine, du bist ja auch, Klettern ist ja auch eine Sache, die du kannst. Was würdest du sagen? Also gute Schuhe sind schon besser. Allein diese Wall ist schon besser, sag ich. Ja, okay. Also ich würde Schuhe empfehlen. Wir werden es jetzt sehen und los geht's. Oh, Nadine, einbeinig. Oha, was macht diese Frau da? Ja, aber siehst du schon, guck mal, es ist gar nicht so, ne? Sie lässt sich Zeit. Okay, okay, ja, aber smart, smart, sie macht es gut, sie macht es richtig gut. Ganz bedacht, ganz bedacht. Ja. Das Netz ist tatsächlich... Sie hat einen Schuh verloren, sie hat einen Schuh verloren. Oh. Nadine hat einen Schuh verloren. Ja, das kann alles passieren. Oh, und jetzt, und die sieht eben mal gut den Schuh wieder an. Komm, Miss Georgia, ganz, ganz, zack. Oh, und mit dem... Beide aufgeholt, aufgeholt, aufgeholt. Jetzt die Frage, okay. Gehen die oben drüber? Ja, die werden oder beide oben drüber gehen. Die werden beide oben drüber gehen. Denke ich auch. Ist smart, aber guck mal, Nadine macht das, sie macht das elegant. Ist klein, aber packt das. Ja, eins nach dem anderen jetzt. Sehr weit oben natürlich. Beide versuchen sich entlang zu klettern. Von der Zeit her muss man sagen, haben wir die vorherigen Runden ein bisschen schneller gesehen. Aber dafür ist das hier. Das meinte ich ja taktisch. Mit. Das meinte ich ja mit, dass es halt viel schneller lang zu hangeln. Aber das spart Kraft. Ja, Miss stimmt. Georgia hat im Hangeln aufgeholt. Jetzt einmal hier auf die Balken. Ja, Balken. Oh, und wir haben Balken cross. Oh. Das geht. Oh, die ist raus. Oh, da ist sie raus. Das geht. Das geht. Das geht. Die ist raus. Oh, da ist sie raus. Ah, ja. Kacke. Das kann passieren. Und mit Georgia? Ne? Okay, sie macht es noch zu Ende, für die Ehre. Sehr, sehr gerne. Oh, da kommt sie vorbei. Jetzt am Seil. Wir schauen uns mal an, wie sie da hochkommt. Ist auch smart für den nächsten Run, einmal bis zum Ende zu machen. Damit man es erlebt hat, ne? Genau. Damit man einmal weiß, wie es geht.
Oh, jetzt langsam lassen aber, glaube ich, die Kräfte nach. Ja. Oh. Ja, jetzt ist die Frage, wie man sich darauf hält. Ja. Und da hat sie es geschafft. Miss Georgia ist noch drinnen und läuft gegen die Uhr. Oder auch. True, ist ja auch wichtig. Ja. Jetzt. Sollte Theresa nämlich auch gewinnen gegen Nadine. Kreuzgriff. Oh, sehr starker Dismount. Und? Aber sie macht hier. Jetzt schauen wir. Ja. Oh. Komm, let's go, let's go, let's go. Und da hat sie es geschafft. Ja, sehr, sehr gut. Also. Aber man muss sagen, ich glaube, sie wird sich vertreten, ne? Ja. Mach noch zu Ende. Wichtig. Ich. Sicher? Ja. Okay, lass mal rübergehen. Die weiß es nicht. Die weiß noch nicht, was passiert ist. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr starker Run. Ja, wie war es für euch? Also der Start war gut. Ab da hat man keine Kraft mehr. Das ist vorbei. Ah, okay. Und dann ist mir auch in der Mitte eingefallen, dass ich noch Asthma habe. Und dann war ich so, oh, schade. Oh. Das, was du jetzt noch gar nicht weißt gerade. Ja. Du hast gewonnen. Warum? Sie hat einmal vertreten bei der Wippe. Und dementsprechend bist du Siegerin des ersten Matches. Aber wie asozial, ich habe das doch gar nicht fertig gemacht. Kann man sonst teilen, so einen auf Gleichstand oder so? Also nice, ich freue mich. Hast du keinen Bock mehr? Nee, jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich da nicht zu Ende hochgerannt bin. Ja, sehr, sehr stark. Also bist du bereit für die nächste Runde? Hast du vielleicht was schon lernen können? Muss ich denn das jetzt schon machen? Nicht jetzt direkt. Nee, dann machen wir gerne. Ja, okay. Nein. Aber ist noch alles offen. Du kannst auch noch weiterkommen. Erholt euch erstmal eine Runde. Trinkt was, esst was und waren starke Runs. Nochmal fetten Applaus! Vielen, vielen Dank. Damit hat Georgia ihren ersten Run gewonnen und steht damit gerade auf Platz 1 in ihrer Gruppe. Für Nadine ist natürlich aber immer noch weiterhin alles drin. Sie kann immer noch weiterkommen. Dazu, weil ein paar Leute in den Kommentaren verwirrt waren, wie jetzt so die genauen Regeln sind vom Tournament, wollte ich es nochmal ganz kurz grob erklären, wie wir es uns so gedacht haben. Die Regeln sind quasi so, wenn du einen Fehler machst, bist du raus. Bedeutet, wenn du bei einem Hindernis abrutschst, runterfällst auf die Matte, bist du raus. Wenn du beim Balance daneben trittst, bist du raus. Oder auch wenn du irgendein Hindernis körperlich nicht schaffst, hast du den Run verloren. Wir sind jetzt aber auch nicht so zimperlich. Nadine hat ja auch die Matte berührt, während sie sich den Schuh wieder angezogen hat. Das ist dann auch vollkommen fein. Dann sage ich auch nicht so, jo, du bist jetzt raus, weil du die Matte berührt hast. Das ist vollkommen okay, weil sie hat ja auch absolut keinen Vorteil dadurch. Wenn ihr aber mal wollt, dass ich auf meinem Drittkanal mal so ein Video mache, wie jetzt die exakten Regeln sind, was wir uns bei welchem Hindernis und sowas gedacht haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Kann ich sehr, sehr gerne machen. So, ich liebe es, über diesen Sport zu reden. So. Schreib es in die Kommentare, dann weiß ich, dass ja auch Interesse besteht, dass jemand sich dieses Video angucken würde. Und weil auch ein paar Leute nicht wussten, wann man jetzt wie weiterkommt. Der Gruppenbeste kommt immer weiter, bedeutet, der die meisten Siege hat oder am weitesten kam im Parcours, der kommt dann weiter und muss gegen einen Profiathleten antreten. Aber das werdet ihr alles noch im Laufe des Turniers erfahren, wie das dann exakt abläuft. Aber wie geht's jetzt weiter mit dem Tournament? Der nächste Run, auch sehr speziell auf jeden Fall, ist Herr Anwalt gegen Avirano. Wilde Konstellation auf jeden Fall. Wenn ihr mehr Ninja Run sehen wollt, kommt ihr hier zum letzten Run. Paar Platte gegen Otto Bulletproof. Und hier kommt ihr zur Playlist, wo ihr halt alle Runs sehen könnt. Ja, und damit sind wir durch mit dem Video. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und hoffentlich viel Spaß im weiteren Tournament. Wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben, dass cool wird. Und wir sehen uns Mittwoch.